Hallo und willkommen auf meinem Kanal Fine Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus, auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich auf meinem eBay-Shop verkaufe. Das sieht heute sehr nach Gemmen aus. Das ist hier schon mal ein interessanter Schmuckstein. So Sandfarben. Schöne Fassung. Marke sehe ich nicht. Und sehr schöne alte Brosche. Und dann habe ich hier eine Brosche. Das ist Porzellan mit einem Rosenmotiv da drauf. Und was ist das Interessante? Scheint irgendwas zu fehlen. Wahrscheinlich war das mal eine Brosche oder ein Anhänger. Mit interessanten rosafarbenen Schmucksteinen. Eine ganz eigentümliche rosa Farbe. Und in so Filigranarbeit. Also das sieht auch sehr, sehr alt aus. Sehr schön. Und dann ist das hier ein Ohrring. Auch mit einem Rosenmotiv und mit Strasssteinen dran. Und zum Schrauben ist der Ohrring. Den zweiten sehe ich gerade nicht. Und dann habe ich hier eine schöne Kette. Das sind die 60er oder 70er Jahre. Marke. Das ist Avon. Ein schönes altes Teil von Avon. Schön. Dann ist das hier eine Brosche. Blattbrosche mit Strasssteinen. Das sieht auch nach Avon aus. Ich guck mal. Ja. Eine Pinbrosche mit einem rosa Band und Rose drauf. Aha, so, das ist auch eine Art Gemmenanhänger und mit so einer Kippvorrichtung. Und die Kette ist ein bisschen heller als der Anhänger, also ich weiß nicht, ob die wirklich zusammengehören. Hier die Kette hat auch ein Label. Ich schau mal. Whitening and Davis. Das ist schön. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der Anhänger dazu gehört. Also ist ein bisschen goldener als die Kette. Sehr gut aus. Finde ich sehr, sehr toll. Schön. Dann nehme ich hier ein Armband in Silberfarben mit Gemmen in so einem hellen Perlmutton.
Marke sehe ich keine. Und das ist hier ein Ohrring. Ein sehr schöner Ohrring in so einem, mit einem schwarzen Stein und in einem Rautendesign. Hier sehe ich eine Marke drauf. Sarah Coventry. Und hier sehe ich auch den zweiten. Also der ist auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Sehr gut aus. Dann ist das hier eine Brosche mit so einem kleinen Stickbild. Ja, und der zweite Ohrring. Das ist schön. Die sehen auch sehr schön alt aus. Mit einem, ja, wie so eine aufgemalte Rose innen. Dann ist das hier so eine Nadelbrosche, auch mit einem Porzellankern und mit einem Vogelbild drauf. Ja, sehr schön alt aus. Dann haben wir hier ein Rosenarmband. Ohne Marke, aber ein sehr, sehr schönes Design. Die Rosenblätter sind auch so, so ganz wie so kleine Perlchen noch eingearbeitet. Sehr schön. Dann ist das hier eine V oder eine andere Art von Paradiesvogel. Gut aus, gefällt mir gut. Schauen wir mal die Marke. Der ist auch von Avon. Sehr gut aus. Dann ist das hier ein Ring. Ein Modeschmuckring mit so einem, ja, es könnte Kunststoff sein, aber ein sehr dekorativer Ring aus den 60ern oder 70ern, würde ich meinen. Gut aus, gefällt mir gut. Dann gibt es hier einen Ring in Silber. Oder vielmehr Silberfarben mit einem grünen Stein. Auch richtig groß sieht er aus. Ich finde, das sind immer Ringe für den Mittelfinger. Und dann haben wir hier eine Kette. Wenn ich sie befreit kriege. Ja. Mit so einem transparenten Blumenbild. Das fühlt sich sehr leicht an. Fühlt sich an wie Kunststoff. Die Kette finde ich fast besser als den Anhänger, weil der so ebenso leicht ist. Wenn das aus Metall wäre, wäre das sehr viel besser. Aber das Bild ist sehr schön. Hat er mehr nur so einen Antique-Look. Und hier ist ein Anhänger. Und diesmal ein Intaglio in Glas. Also der ist toll. Sehr, sehr schön, finde ich den. Dann habe ich hier einen großen Ohrclip. Hier ist der zweite. Guck mal nach der Marke. Coventry, also auch Sarah Coventry. Ganz tolle, ja, Art Mode-Kreolen.
Schön sind die. Dann haben wir hier eine silberne Brosche mit Rosen. Hier steht auch eine Marke drauf. Koro. Die Brosche ist von Koro. Die könnte dann ja auch aus den 50ern oder 60er Jahren sein. Dann habe ich hier Ohrringe. Ja, der zweite ist vorhanden. Marke sehe ich jetzt nicht, aber das sind, glaube ich, die Ohrringe zu diesem Pin. Der Pin war, glaube ich, von Avon, also ein schönes Set von Avon. Allerdings, warum steht das hier auf dem Ohrring nicht drauf, oder doch? Ja, doch, die Ohrringe sind auch gemarkt. Ein sehr schönes Vintage-Design, wie ich finde. Ein schönes Set. Super. Dann habe ich hier wieder so einen tollen Ring aus den 60ern oder 70er Jahren. Mit Blattdesign. Ein richtig intensiver Schmuckstein. In einem intensiven Orange. Sehr gut aus. Oh, dann habe ich hier eine ganz tolle Kette mit einem eckigen Stein in Malve Lila. Sehr gut aus, gefällt mir gut. Und an der Kette haben wir hier, das ist Sarah Coventry. Wie so ein kleiner Spiegel. Und das ist ihr Markenzeichen in den 60er Jahren. Schön, sehr, sehr schön. Tolle Kette. Dann habe ich hier ein grünes Herz aus Malachit, meine ich. Malachit ist auch einer meiner Lieblingssteine. Also den finde ich auch sehr, sehr gut. Ein ganz flaches Herz. Die Kette hat auch ein Label. Ich schau mal. Ja, ist auch Sarah Coventry. Der Anhänger ist nicht nochmal gelabelt. Also ich weiß nicht, ob er dazugehört. Aber er passt sehr gut zu der Kette. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Tolles Paket. Dann habe ich hier wieder von Sarah Coventry eine Kette. Oh, schön. Das ist die Kette zu diesen Ohrringen. Super schön. Und ein richtig tolles Design aus den 60er Jahren. Super. Das finde ich toll. Kette. Ist ein bisschen heller als der Anhänger. Aber passt trotzdem. Finde ich gut. Sehr gut. Dann ist hier nochmal ein Ring. Ich gucke mal, ob da was draufsteht. Nein. Der grüne Stein könnte auch ein künstlicher sein. Fühlt sich so ein bisschen leichter an. Und auch nicht besonders groß von der Größe, aber auch ein interessantes Design. Dann habe ich hier eine Brosche. Das sieht auch nach den 70er Jahren aus. Und ein Armband in Silber. Mit Marke. Sarah Coventry. Und diese runden Plättchen, die sind auch alle nochmal mit einem detaillierten Muster graviert. Ein sehr schöner Modeschmuck. Tolles Paket, ich bin begeistert.
Gefällt mir gut. Dann habe ich hier eine Brosche. Eine Gammon-Brosche. Würde auch sagen, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ein Ohrring. Hat keine Marke. Ist aber auch mit einem Porzellankern und einer hellblauen Rose da drauf. Ja, der zweite ist auch da. Sehr schön. Dann habe ich hier eine Brosche mit so einer getrockneten Blume innen drin. Hier unten steht Cottage drauf. Also ich würde sagen, das ist so dieses so ein natürlicher Look Ende der 70er Jahre. Dann ist hier eine kleine Art Kranzbrosche mit rotbraunen Steinen. Und auch die 70er Jahre. Und eine Brosche in Grau. Könnte auch künstlich sein, der Stein. Dann ist hier ein Ring in einem ganz hellen Rosa von Avon. Ja, schön. Gut aus. Dann ist hier noch meine Brosche. Ohne Marke, aber mit so ganz geschwungenen Buchstaben. Und auch im Antikstil. Und wahrscheinlich ist die auch aus den 60ern oder 70er Jahren. Und ein richtig dickes goldenes Kreuz. Ich glaube auch von Avon. Ja. Ja, ich finde, das war ein richtig gutes Paket mit dieser tollen Kette von Sarah Coventry. Dann war das Armband ganz toll. Dieser Anhänger, den finde ich auch richtig gut. Dann natürlich das kleine Malachitherz. Dann, das war glaube ich Avon. Der Paradiesvogel ist toll. Dann finde ich diese Kette toll von Whitening Davis. Und sehr, sehr schön ist auch dieses Set. Das war jetzt aus Sarah Coventry mit den passenden Ohrringen dazu. Dann das dicke Herz, Kreuz ist toll. Auch diese Kette ist auch sehr, sehr schön. Hat einen richtig tollen Look. Ich freue mich über einen Daumen hoch von euch für dieses Video und freue mich noch viel mehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis bald!